Ja, meine Damen und Herren, frohes Fest mit meinem Land Bulldog mit Ackerbereifung. Der Bulldog ist Baujahr 34 und läuft immer noch richtig schön. Vielleicht. Das ist ja bekannt hier. Thank you.
schon mal los. Das kocht schon. Oh, aber das sieht nur so aus. Hier, du kannst mal hier den alten Herrenbahnstart sehen. Den hat bloß eben genötigt, er soll sein Handumhang anschmeißen, wenn er Start war. Schmeiß dir das mal an, dann gehe ich da hin. Ja, du, ich kann das ja nicht. Wieso? Wenn das nicht glüht, dann glüht das nicht. Das glüht. Nee. Das tut doch nicht. Das war nicht so. Was? Die Grünen nicht. Die Grünen auch. Guck mal. Die
hast du nicht kaputt. Wieso? Was habt ihr kaputt gemacht? Gar nichts, der war. Die zwei zünden nicht mit, die sind in Nübe. Das ist ein amerikanischer, ne? Ja. Ich will das mal an, da kommt aber gleich was. Ja. Ja. Dann müsst ihr noch Strafe zahlen, dass ihr überhaupt mitfahren dürft hier. Ja. Nee, also was soll das denn heißen? Die haben Glück, ich hab so ein komisches Sanitäter. Da gibt's doch nur eins von in Deutschland. Das ist der einzigste. Das glaube ich, aber der eine läuft hier nicht. Kein anderer will diesen amerikanischen Schrott haben. Genau so ein Scheiß wie Harley. Doch, hier. Ja. Kein anderer hat er doch gesagt. Außer wir, kein anderer. Thank you.
Weil oder sind das Kunst auch? Ja, dann üben wir heute Abend wieder. Thank you.
Was hätte mir das machen? Ich weiß nicht, worüber ich da gesetzt kann. Thank you.
Ja, mal sehen, ob mal der Tropper das hinfällt, ne? Aber er hat einen schönen Lockenkopf, oder? Dann wird jetzt mal ein moderner Trecker mit 170 PS angehängt, um ganz einfach mal zu zeigen, was die alten Trecker doch noch geschafft haben und dass die Leistung doch schon beachtlich ist. Thank you.
Wir hatten da... für Thomas Martin. Gut, dann machen wir das.